Grüß an unsere Zuschauer. Sie sehen sich unser deutsches Nationalitätenprogramm an. Bleiben Sie bei uns. In Sexsaat wurde der siebenstufige deutsche Lehrpfad eingeweiht, der die wertschöpfende Arbeit der Vorfahren präsentiert. Der Fußweg führt vom Bela-König-Platz zur Kapelle St. Johannes und St. Paul. Das Projekt wurde im Jahr 2015 eröffnet. Der Sexsaater Pfad ist der zweite im Komitat und der 14. landesweit. Die Einrichtung dieses Themenpfads wurde vom Bundesministerium des Inneren und der Deutschen Nationalen Gemeindeverwaltung unterstützt. Am Samstag wurde die deutsche Lehrpfad in Sexsaat eingeweiht. Das Projekt wurde mit Hilfe einer Ausschreibung der Deutschen Landesselbstverwaltung von Ungarn gemacht. Die sieben Stationen des Weges im Zentrum von Sexsaat, der 14. Lehrpfad des Landes, bieten interessante Informationen. Dieser Lehrpfad ist garantiert für die Tolnauer Schwaben wichtig, aber das ganze Lehrpfadprojekt landesweit ist natürlich für die Ungarndeutschen wichtig. Heute hier in Sexsaat wurde der 14. Lehrpfad übergeben. Es gibt in anderen Ortschaften auch ungarnweit solche thematische Wanderwege, nennen wir sie, die die jeweilige Bevölkerung der Gemeinde darstellen, und zwar die ungarndeutsche Bevölkerung der Gemeinde und die Spezialitäten, Eigenheiten vor Ort. Es ist zum einen wichtig, weil wir durch diese Lehrpfade unsere eigene Vergangenheit kennenlernen, unsere Traditionen, Bräuche näher kennenlernen, ganz speziell diejenigen, die von diesem Ort kommen. Aber auch die Mehrheitsbevölkerung soll uns dadurch kennenlernen. Deshalb sagen wir immer, es soll auch eine Art touristische Attraktion werden. Also jeder, der in die Gemeinde kommt, soll anhand dieses Lehrpfades mehr über uns erfahren, auch wenn man vorher vielleicht keine Kenntnisse darüber hatte. Die Lehrpfade, die ersten zwei Lehrpfade waren Pilotprojekte, also da hatten wir noch keine Bewerbung gestartet, aber die Nachfrage war ziemlich groß und unsere Mittel, die vom Bundesministerium des Innern stammen, reichen jährlich für zwei Lehrpfade, so starten wir jedes Jahr eine Bewerbung, jetzt ist die neue ausgeschrieben und 2022 hat dann Sexsaat und Moor diese Bewerbung gewonnen und die Möglichkeit bekommen, einen Lehrpfad zu gestalten. Wir geben die Möglichkeit, aber vor Ort muss der Lehrpfad ausgetragen werden und das ist kein leichtes Unterfangen, keine leichte Aufgabe. Auch hier gab es viele Schwierigkeiten, aber auch sicherlich fröhliche Momente und was wichtig ist, das ist dann das Ergebnis. Im nächsten Jahr sollen wieder zwei. Welche zwei, wissen wir noch nicht. Im Frühjahr werden Ende Februar die Bewerbungen eingereicht. Und ein Team entscheidet immer, wer die Möglichkeit im nächsten Jahr für die Erstellung eines Lehrpfades erhält. Ich freue mich darüber, dass wir heute unser großes Projekt verwirklicht haben. Das dauerte zwei Jahre lang, dass wir es zusammengestellt haben. Aber heute können wir es der Öffentlichkeit präsentieren. Der Lehrpfad ist sehr wichtig für uns Ungarndeutschen, weil wir unsere Kultur und kulturelle und touristische Bereicherung der Stadt geben können. Also ich bin davon auch sehr überzeugt, dass dieser Lehrpfad ein würdiges Denkmal wird der ungarndeutschen Kultur und Identität in Sexsaat hier. Und der thematische Weg soll zum Schluss ein Stolz der Stadt werden. Also die deutsche Selbstverwaltung möchte mit dem Lehrpfad unter anderem noch die Schul- und Kindergartenkinder ansprechen, weil sie auch noch wenig Wissen holen oder bringen über die ungarndeutsche Kultur. Und das ist auch wichtig bei dem
Nationalitäten Unterricht, dass sie den Lehrpfad, wenn sie einen Spaziergang unternehmen, dass sie mehr Wissen über die Ungarn-Deutschen hier in Sexad kennenlernen. Nicht nur die Tafeln, die thematischen Tafeln sind wichtig, die interaktiven Elemente sind für die Kinder auch sehr interessant, weil sie dann vieles kennenlernen darüber, was kulturelle und andere Bereiche betrifft. Der Lehrpfad zeigt die Kultur und Geschichte der Deutschen und ihre Rolle bei der Entwicklung der Stadt. Der Pfad ist der erste in einem Komitatssitz und der zweite in Komitat Tolnau nach Bátorszék. Évszázadok óta a németség Szekszárd és Magyarország történetének a részét képezik. Az én számomra azért fontos, mert és jelentős, mert hogy nem csak ennek az átadóján vehetek részt, hanem néhány évvel ezelőtt, 2019-ben, akkor még a szomszédos Bátaszéken dolgoztam az ottani többfunkciós kulturális közművelődési intézmény vezetőjeként, és talán egy kicsikét én is hozzájárulhattam ahhoz, hogy ott át tudtuk adni és megvalósolhatott a bátaszéki, először egyébként Tolna megyében, ahogyan az elhangzott itt a megnyitón is a köszöntő szövegekben. Hogy Szekszárd számára, mint első vármegye székhelyi helyszín miért fontos? Hát természetesen azért fontos, mert a járókelő, vagy akár a Szekszárdon kiránduló, vagy a vármegye székhelyre érkező megismerheti Szekszárd kulturális életét. Egy kicsikét jobban belebújhat. És természetesen kiderül abból, hogy a szekszárdi németségnek rengeteget köszönhet a város, a mostani városlakó, hiszen a felmenőink között is akadtak szép számmal olyan német, vagy magyarországi német emberek, akik nem csak kultúrát adtak a városnak, hanem olyan gyönyörű épületeket egyébként, amelyeket most 2023-ban is megszemlélhetünk. Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk a magyarországi németek országos önkormányzatának ezt a kezdeményezését, hogy német nemzetiségi tanösvények hálózatát hozzák létre, hiszen ez az adott településen mutatja meg mindazt az értéket, amit a magyarországi németek teremtettek hazánk történelmében. Egyrészt maguknak a német nemzetiségi közösségek tagjainak, másrészt pedig a többségi társadalomnak is, ami így megismerheti mindazt, amit magyarországi németek tettek hazánkért. Die Tafeln befinden sich im Stadtzentrum und stellen die verschiedenen prägende Elemente des lokalen Schwabens dar. Also eigentlich die Vorbereitungen haben vor 2 Jahren begonnen. Damals entschloss sich die deutsche Selbstverwaltung von Szekszárd einen ungarn-deutschen Lehrpfad in der Stadt zu errichten. Und wir haben ein Team gegründet. Wir haben die Geschichte und die Kultur der hier lebenden Deutschen erforscht. Und dann haben wir eigentlich die Themen der 7 Tafeln ausgewählt. Die Themen sind, wie schon erwähnt, die Geschichte der Szekszárder Deutschen, ihre Ansiedlung, dann die Kultur, die bürgerliche Kultur mit der deutschen Bühne und die Volkskultur mit den Schwabenbällen, mit den Kapellen und Chören, die Tätigkeit der Zünfte und Handwerker werden auch thematisiert, so wie das bürgerliche Leben in der deutschen Straße, in der ehemaligen deutschen Straße, die Geschichte der St. Johann und Paul Kapelle, der Krankenhauskapelle, zusammen mit der Tätigkeit der barmherzigen Schwestern, die Freundschaft zwischen August und Liest und die deutsche Weinherstellungstraditionen. Dieser thematische Weg ist in der Innenstadt von Szekszárd. Eigentlich die erste Tafel findet man oben in der Nähe des Dreifaltigkeitsplatzes.
und dann führt der thematische Weg entlang der Beseredi-Straße bis zur Krankenhauskapelle und eigentlich endet dann der Rundgang in der Nähe der deutschen Bühne. Die Informationstafeln spiegeln auch die Vorfahren der hier lebenden Familien wider, weil ohne deren Einsatz die Pflege der deutschen Kultur nicht annähernd dort wäre, wo sie heute ist. Also für uns Ungarn-Deutschen hier in Sexard ist es wichtig, dass man Spuren hinterlassen soll. Und ich meine, unsere Ahnen, also die seit 200-300 Jahren schon hier wirken, vieles beigetragen haben in der Kultur, kulturelle Leben, nicht nur im kulturellen, wirtschaftlichen Leben der Stadt Sexard. Das war damals eine sehr wichtige Sache und in vielen Sachen haben wir also den sogenannten deutschen Akzent immer dazugegeben. Und das war eine sehr gute Idee vom Team Anna Farkas, dass wir das hier in Sexard auch machen sollen. Es war natürlich damals nicht so einfach, so Schwierigkeiten gab es. Aber wie man es deutsch sagt, ohne Schweiß kein Preis. Wir freuen uns, dass wir uns heute die Möglichkeit haben, hier zu feiern, dass wir etwas erreicht haben, dass wir es erreicht haben, was nicht geschenkt wurde. Dazu sind die Schwabeleute nicht gewöhnt. Aber ich meine, das ist eine sehr wichtige Attraktion der Stadt. Wenn ich jetzt nachdenke, dient es nicht nur der Volksgruppe, der Deutschen hier in Sexard, sondern der Stadt Sexard sicher. Das fördert alles. Man weiß von den anderen, von Seglern, von Ungarn, Oberungarn, also ich möchte nur also auf den 20. Jahrhundert erinnern. Das ist wichtig, das bedient also Völkerverständigung. Und noch dazu, das ist eine Fremdverkehrsattraktion der Stadt. Wenn zum Beispiel eine deutsche, österreichische Gruppe nach Sexard kommt, dann hat man immer einen Standard, einen guten Programm. Es gibt eine Möglichkeit, hier im Sexard in die deutsche Bühne zu kommen und natürlich etwas von der Stadt, von der deutschen Volksgruppe wissen, also einen guten Lehrvater. Nagyon köszönjük a meghívást, és nagy örömmel, érdeklődéssel jöttünk erre a bemutatóra, ami tényleg nagyon kíváncsivá tett bennünket, és hatalmas munkát, nagyon komoly utánajárást látjuk, hogy amit belefektettek, és rendkívül nagyon szép helyszíneket találtak erre, és komoly felkészüléssel felállították a táblákat, és nagyon köszönjük, és nagyon szépnek tartjuk, és nagyon... És külön büszkék vagyunk arra, hogy szüleink is, megtaláltuk a szüleink fényképeit. Hát, megmondom őszintén, büszkén értesz bennünket, de úgy érezzük, hogy méltóképpen kerültek ők oda, hiszen apánk, aki német szót tanulni, 8 éves korába került Ladományba, mindig elfelejtem ezt a szót, és egy tanévet ott töltött apánk, aki egyébként egy elvált anyuka, az édesanyja, tehát szülei elváltak, elvált anyukának volt a gyereke, és cserétkedésből élt. Fontosnak tartotta, hogy a Sexárdon élő fia német szót tanuljon, elküldte Ladományba, és onnan egy a familiának a sváb gyereke került az ő édesanyjához magyar szót tanulni. Na, innen az ő sváb szeretete.
És azaz ott töltött egy tanév, akkora benyomást szerzett ő rá, hogy amikor később, 27 évesen elvette a sváb édesanyánkat, akkor még nem volt édesanyánk, de elvette a Kakasdról ide települt sváb lányt, akkor és megismerte az ő baráti körét, az anyukáméknak, anyukámnak a testvéreit, és a nagyon szoros össze, szoros családi kötelékben élő rokonságot, hát fölmerült bennük a gondolat, hogy folytatják a sváb hagyományokat a svábbálokkal, és ez innen indult. A svábbálokon pedig azt tapasztalta, hogy a szünetekbe összeállt néhány szintén a környező falvakból ide került fiatalok, akik a bálokon, bálok szünetében énekelni kezdtek. És ez neki nagyon-nagyon tetszett, függetlenül attól, hogy se énekelni nem tudott, se nem volt nagyon jó hallása, de mulatni nagyon szeretett. Na most, innen volt aztán a következő gondolata, hogy ó, ha ilyen nagyszerű énekesek vannak itt a baráti körbe, akkor egy kórust is érdemes lenne összeállítani. Ez volt az első lépés. A svábbálok működtek, az énekesek megvoltak, és aztán hivatalosan is utat nyert a kórusnak a megalapítása. Ha már kórus van, időnként jó lenne, hogyha kísérője is lenne, például egy zenekar. Igazándiból ő egy svábpartit szeretett volna létrehozni, aki a bálokat zenéli, és nem vidékről kellett volna drága pénzén elhozni, vagy ide csalni őket. Hát ez igazándiból egy kicsit komolyabb és nagyobb létszámú fuvú zenekarrá alakult, vagy meg is alakult ez a sváb zenekar. Aztán, ja, és a táncosok jöttek. Ó, hát hogyne. A német nemzetiségi kéttannyelvű iskola működtetésével, az iskolai, a DNS Valéria, igen, óvodába is elkezdtek már németül tanulni a gyerekekkel, és akkor jött a következő, ugye a tánccsoport. Az is volt. Hát az most már sajnos nem működik, de a kórus még igen, zenekar, hála Istennek, még mindig működik, úgyhogy nagyon nagy büszkeséggel vagyunk, és örülünk. Ja, és hozzáteszem, kórusban is énekeltünk, zenekarban is játszottunk. Der Pfad ist nicht nur aus touristischer Sicht interessant, sondern auch für die lokale Volksbildung, weil das moderne QR-Code-System bringt den kleinen der schwäbischen Kultur näher. A szexádi német nemzetiségi önkormányzat képviselőjeként nagy örömmel tölt el, hogy ennek a projektnek részese lehettem, aktív részese. Mint pedagógus külön öröm számomra, hogy minden táblát a német nemzetiségi hagyományápoló szakköreinken, illetve óráinkon használni tudunk. Nagyon izgalmas, hogy Szekszárdnak olyan aspektusait ismerhettük meg, illetve tudjuk majd megismertetni a tanítványainkkal, amik eddig nem voltak közismertek. Szerintem azért jó, mert lehetőséget ad arra, hogy minél több fiatallal megismertessük a magyarországi németeknek a tradícióit, illetve a játékossággal, főleg a kicsikkel, kicsiknek így közelebb tudjuk hozni hozzájuk a tradíciókat, a szokásokat. Die diesjährige Gewinner der seit 8 Jahren stattfindenden Ausschreibung der Deutschen Länderselbstverwaltung von Ungarn werden im Februar bekannt gegeben und in die Zukunft werden die nächsten 2 Pfade da eingerichtet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Bis bald.